Ja, die Frage nach meinem Bild vom Osten, die trifft mich recht unvermittelt. Ich habe da lange nicht drüber nachgedacht und stelle dann immer wieder fest, dass das natürlich auch eine Perspektiv- und Verortungsfrage ist, wenn man an so Begrifflichkeiten wie Fernost, Nahost oder Middle East nachdenkt. Es kommt auf den Betrachtungsstandpunkt an. Interessant finde ich auch noch dieses schöne Buch von Beat Wiss, Die Welt als T-Shirt, wo er diese Begrifflichkeit, die lateinische ex oriente lux, einfach umdreht und sagt, im Osten ging das Licht aus oder gab es kein Licht. Das ist auch meine Erinnerung an den Osten. Und ansonsten muss ich gestehen, dass ich gerade in letzter Zeit nicht darüber nachgedacht habe und diese Unterscheidung zwischen Ost und West, auch der sogenannte Osten hat ja vier, vielleicht sogar fünf Himmelsrichtungen. Und finde dann so ein Nachdenken auch zunächst nicht sehr spannend.